mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Ukraine, es war 86 in Tschernobyl, der Supergau. Block 4 des Atomreaktors explodierte und keiner wusste genau, was dies für uns bedeuten sollte. Doch als die atomare Wolke sich schließlich auch über Westdeutschland ergoss, dann war klar, was die Folge davon für uns war. Verstrahlter Regen auch an der Saar. Im Radio wurden sie aktiv, sie sagten, dass mittlerweile vieles nuklear belastet sei. Nur weniges war noch schadstofffrei. Verseuchte Wälder, Felder, Spielplätze, Lebensmittel, Frischmilch war tabu, ebenso das Spielen in den Sandkästen. Mütter hatten Angst um ihre Kinder, das war damalige Normalität. Viele Bürger fühlten sich bedroht von der Radioaktivität. Doch man konnte es nicht ändern, es war längst zu spät. An der französisch-saarländischen Grenze in Cattenom, knapp 60 Kilometer Luftlinie von Saarbrücken entfernt, liegt das zweitgrößte Atomkraftwerk Frankreichs. Es gilt als besonders stör- und pannenanfällig. Wenn es dort zum GAU kommt, kann man sich an 5 Fingern abzählen, wie hier im Saarland die Kacke am Dampfen ist. Ich spreche davon, dass Atomenergie unverantwortlich ist. Bei dieser Form der Energieerzeugung, da bin ich Pessimist. Was ist mit den Fällen von Missbildungen oder Leukämie bei Kindern, die in der Nähe von Kraftwerken leben? Was ist mit dem Restrisiko, wenn ein Sicherheitsbehälter platzt? Ein Kernschmelzunfall ist immer möglich, wir standen schon am Abgrundpfad. Was ist, wenn es im dicht besiedelten Deutschland zum GAU kommt, dann sind Landstriche unbewohnbar, auf Generationen der Boden verseucht? Was ist mit dem Verschleiß von Material bei alten Anlagen, wenn Teile nicht mehr funktionieren, technisches Versagen? Was ist mit der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik? Menschliches Versagen ist, wenn der Ingenieur beim Störfall den Stress kriegt. Was ist mit der Entsorgung des strahlenden Abfalls? Eine Last für Generationen, der Müll strahlt Millionen Jahre lang. Was ist also, wenn irgendwann die Strahlung in die Biosphäre gelangt? Dann sind die Nachkommen dran. Was ist, wenn Unwetter, Blitzschlag und Hochwasser erbeben, das Kraftwerk bedrohen? Was ist, wenn Terroristen sich ein Kraftwerk als Angriffsziel suchen, mit einem Flugzeug hineinzufliegen versuchen? Was ist, wenn Strahlenmaterial aus dem Kraftwerk verschwindet, Atomschmuggel und sich der Scheiß dann im menschlichen Körper befindet? Was ist mit der Weitergabe der Technologie an Staaten, die damit Atomwaffen bauen wollen? Dann haben wir alle schlechte Karten. Wir kommen mit Fakten gegen Atomenergie. Es ist eine unbeherrschbare Risikotechnologie. Wir brauchen eine Zukunft ohne Atomkraft, wir wollen strahlenfrei leben, dies ist unsere Botschaft. Wir kommen mit Fakten gegen Atomenergie, es ist eine unbeherrschbare Risikotechnologie. Wir brauchen eine Zukunft ohne Atomkraft, wir wollen strahlenfrei leben, dies ist unsere Botschaft. Ich stelle euch an den Pranger, euch große Stromkonzerne, RWE, MBWE und Vattenfall in weiter Ferne. Liegt bei euch das Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft? Was bei euch nur zählt, ist der unmittelbare Profit durch Atomkraft. Deswegen ist euer Interesse die Laufzeitverlängerung der Reaktoren. So gewinnt ihr 300 Millionen pro Jahr, doch die Allgemeinheit hat verloren und muss sich zudem noch eure dreckigen Lügen anhören, dass Atomkraft sauber sei oder gar friedlich sei. Zerstören muss ich dieses Dogma und sorge für Klarheit. Atomenergie ist ein Symptom menschlichen Größenwahns, das ist die Wahrheit. Es heißt zwar in der Bibel, macht euch die Erde untertan, doch soll dies dazu führen, dass wir uns verlieren im atomaren Wahn? Ihr seid maßlos, gewissenlos und natürlich skrupellos. Wenn ihr die Baugenehmigung für ein Kraftwerk kriegt, gebe euch der Jubel los. Eine Form der Gewalt an der zivilen Bevölkerung ist die Atomenergie, eine konstante Nötigung der Bevölkerung. Sie ist so komplex und durchschaubar, letztlich unbeherrschbar. Für euch ist dies hysterisches Geschwätz, doch ich denke schärfer, als euch lieb ist. Deswegen fordere ich hier den Austritt, denn es steht nicht für Fortschritt, sondern nur für Rückschritt. Der Rohstoff für Atomenergie ist Uran. Die rund 440 Atomkraftwerke verbrauchen davon pro Jahr 70.000 Tonnen. Abbau, Transport und Urananreicherung brauchen viel Energie. Dabei entsteht CO2. Wie kann man heute noch allen Ernstes behaupten, dass die Atomenergie uns aus dem Klimakollaps führt? Denn das wird sie ganz bestimmt nicht. Sie schafft nur einen Haufen neuer Probleme, die ich bereits erörtert habe. Ich wende mich gegen die Politik, die bislang Atomkraft gefördert hat. Was ihr hilft, ist der konsequente Ausstieg aus der Atomenergie, damit der alternative Weg eine Chance kriegt. Ich spreche hier von zukunftsfähiger Nachhaltigkeit. In der Energiegewinnung, so viele Menschen sind bereits bereit, ihre Stromanbieter zu wechseln, weg mit dem Atomstrom. Wir brauchen erneuerbare Energien, umweltfreundlichen Strom. Aus Windkraft, Solarkraft, Wasserkraft und Biomasse. Wenn dann dazu noch das Stromsparen kommt, dann wäre das klasse.
Weniger ist mehr, so einfach lautet meine Devise. Der Maß und rücksichtsvolle Umgang mit Wald, Feld und Wiese ist der einzige Weg, der uns in eine lebenswerte Zukunft führt, sodass uns die Atomkraft nicht in ein nächstes Tschernobyl führt. Tschernobyl ändert alles. Die Katastrophe im April 1986 verunsichert die Bevölkerung. Beschwichtigungen aus Absurdistan. Obwohl wir über keine genauen Informationen verfügen, ist die Lage bei uns unter Kontrolle. Aus allem, was uns Experten sagen, wissen wir, dass ein sofortiges Abschalten unserer Kernkraftanlagen eine totale wirtschaftliche Verelendung und Massenarbeitslosigkeit bedeutet. Fessenheim est une centrale sûre. Fessenheim est une centrale sûre. Fessenheim est une centrale sûre. Fessenheim gegen 5 Uhr. Die Aufnahmen vom frühen Morgen wurden uns von Greenpeace zugespielt. 60 Aktivisten überwinden den Stacheldraht und gelangen auf das Gelände der Kernkraftanlage. 20 Atomkraftgegner klettern auf den Reaktor und entrollen ein Transparent. Fessenheim soll noch mindestens 10 Jahre laufen. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident hat für Sarkozys Auftritt heute kein Verständnis. Das verbrannte Kreuz von Wiel erinnerte bei einem Gedenkgottesdienst im Freiburger Münster an den Widerstand in den 70er Jahren. Nach Fukushima ist das Thema aktuell wie seit langem nicht mehr. Entlang des Oberrheins kamen laut Veranstalter etwa 20.000 Menschen auf die verschiedenen Rheinbrücken, um gegen Kernenergie zu protestieren. In der Nähe des Atomkraftwerks Fessenheim trafen sich um 12:05 französische und deutsche Kernkraftgegner in der Mitte der Brücke. Viele Bürger sehen das veraltete Kraftwerk am Rhein als Bedrohung. Das Regierungspräsidium Freiburg hat ja gerade die Evakuierungspläne fürs Atomkraftwerk Fessenheim aktualisiert, für den Fall, dass es da ein GAU gibt. Und wir möchten von Ihnen wissen, was ist Ihr Notfallplan für den Moment, wenn die Eilmeldung kommt? Ich habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt, wenn man einfach gar nicht davon ausgeht, dass sowas passiert. Ach du Schande. Alles einpacken, möglichst weit weg. Sonst, ja. Eine Flasche Wein nehmen und mich hinhocken und meine letzte Zeit noch genießen. Wenn es soweit ist, setze ich mich ins Auto und fahre 300 Kilometer weit weg. Okay. In die Nähe von Kattenom. Wenn dann mal der Alarm losgeht, dann weiß man auch so, okay, man kommt nicht aus dem Radius raus. Was hast du denn wegzurennen? Das weiß ich jetzt nicht. Also Sie haben nichts vorbereitet? Nee, noch nicht. Müsste ich mal machen. Oh Gott, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich finde es furchtbar, daran zu denken und deswegen steuere ich das gern von mir weg. Möglichst schnell sich in Richtung Osten bewegen. So schnell wie möglich das Höllental hochkommen, aber das wird schwierig werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keinen Notfallplan. Sie überrumpeln mich jetzt ein bisschen. Ich habe keinen Notfallplan, also gar keinen. Mhm. Null. Das heißt, was tun Sie? Musik
Achtung, Achtung! Die Bürgerinitiativen aus Südbaden, aus dem Elsass und der Schweiz rufen auf zu einer Menschenkette um das Kernkraftwerk in Fessenheim. Am 26. Juni nehmen wir das AKW in die Zange und fordern die sofortige Stilllegung. Jetzt! Grenze haben heute rund 2000 Menschen gegen das Atomkraftwerk Fessenheim demonstriert. Deutsche und französische Atomkraftgegner blockierten gemeinsam die Rheinbrücke. Sie forderten, das Atomkraftwerk sofort stillzulegen. Im November will die französische Regierung entscheiden, ob sie ihr ältestes Kraftwerk vom Netz nimmt. Am schlechtesten aber schnitten die französischen Kernkraftwerke ab, wie etwa Fessenheim, direkt an der deutschen Grenze. Über den Testbericht, der heute der EU-Kommission vorgestellt wurde, Udo van Kampen. Nur der Rhein trennt Deutschland vom ältesten und anfälligsten Atommeiler Frankreichs, Fessenheim. Immer wieder kommt es hier zu Störfällen. Bis Ende 2016 soll das Atomkraftwerk nun vom Netz gehen. In Frankreich haben die EU-Kontrolleure die meisten Sicherheitsmängel festgestellt. Wir haben in Schweden, in Deutschland, in Frankreich, im ganzen Osten Europas lange Mängellisten für die Kraftwerke. Und das zeigt eben, dass wir auch in Europa auf einer tickenden Zeitbombe sitzen. Abschaltung AKW Fessenheim geht 2016 vom Netz. Für oder besser gesagt gegen die Atomkraft war das heute ein denkwürdiger Tag. Japan erklärt den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2040. Und Frankreich nimmt das AKW Fessenheim in 4 Jahren endgültig vom Netz. Gerade mal 30 Kilometer von Freiburg entfernt liegt das älteste französische Kernkraftwerk. Und immer wieder haben seine Pannen für Schlagzeilen gesorgt. Nun erfüllt Präsident François Hollande sein Wahlversprechen und lässt das umstrittene Atomkraftwerk Ende 2016 endgültig abschalten. Umweltminister Untersteller und den Landtagsgrünen ist das allerdings zu spät. Sabrina Ndaye und Jan Ludwig berichten. Das elsässische Atomkraftwerk Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze. In 4 Jahren soll endgültig Schluss sein, so Staatspräsident François Hollande heute Vormittag in Paris. Das Atomkraftwerk Fessenheim, das älteste in Frankreich, wird 2016 geschlossen. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Ich bin natürlich sehr, sehr erleichtert, dass wir jetzt eine klare Aussage und ein definitives Ende haben dieser unsicheren Situation. Und ich denke, es hat sich jetzt auch ausbezahlt, dass die Region so hartnäckig, aber immer ganz klar an einem Strang gezogen hat und die Schließung von Fessenheim immer gefordert hat. Seit Jahren haben Kernkraftgegner in Frankreich und Deutschland vor den Gefahren des Atommeilers gewarnt. Der sogenannte Pannenreaktor liegt mitten in der erdbebengefährdeten Rheinebene. Es gibt nur unzureichenden Schutz vor Überschwemmungen. Mit einem Protestkonvoi durch das Markgräfler Land haben deutsche und französische Atomkraftgegner erneut die sofortige Schließung des elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim gefordert. Das Aktionsbündnis Fessenheim stilllegen wollte zeigen, dass im Falle eines Super-GAUs die Rettungspläne nicht funktionieren würden. Was passiert im Falle eines Unfalls im grenznahen Atomkraftwerk Fessenheim? Die Menschen nehmen, was sie greifen können und versuchen, vor der Katastrophe zu fliehen. Das haben Landwirte und Anwohner heute inszeniert, nur wenige Kilometer entfernt vom AKW. Wir würden Kleidung von unserem Hab und Gut mitnehmen, aber die ganzen Tiere und alles andere, was man besitzen, müsste man wahrscheinlich lassen. Im Schneckentempo bewegte sich der Tross zwischen Mülheim und Heitersheim. Staus und Behinderungen sollten zeigen, wie unrealistisch die Rettungspläne der Behörden sind. Es waren 100 Fahrzeuge nur unterwegs, nur 100 Fahrzeuge, davon 30 Schlepper. Und es hat sich gezeigt, man kann sich nur noch in Schritt
Geschwindigkeit bewegen. Wenn wir jetzt überlegen, in Krotzingen würden 350 Busse gebraucht, um Krotzingen zu evakuieren, dann weiß man, das ist eine Aufgabe, die nicht zu bewerkstelligen ist. Im Ernstfall müssten mindestens 450.000 Menschen aus der 30-Kilometer-Zone rund um Fessenheim evakuiert werden. Das könne nicht funktionieren, sagen die Atomkraftgegner und schicken mit ihrer Aktion einen kleinen Gruß nach Paris, heute am französischen Nationalfeiertag. Und wir wollen zeigen, die erste beste Lösung ist wirklich abschalten, unbedingt jetzt. Und nicht erst 2016, wie die französische Regierung für das Atomkraftwerk an der deutsch-französischen Grenze angekündigt hat. Mit Stefanie Heiber. Hallo und willkommen zur Landesschau aktuell um 19.45 Uhr. Es gibt wieder neue Diskussionen um die Schließung des ältesten französischen Atomkraftwerks Fessenheim. Die französische Umweltministerin überlegt seit dieser Woche nun doch wieder, ob in Fessenheim der Betrieb über 2016 hinaus weiterläuft. Das sorgt für Protest bei den Atomkraftgegnern in Baden-Württemberg und im Elsass. Mitarbeiter des Kraftwerks allerdings sind gegen eine Schließung. Fessenheim abschalten. Die Demonstranten vor der Präfektur in Colmar machen klar, dass es für sie dazu keine Alternative gibt. So sieht es auch die Freiburger Regierungspräsidentin. Die französische Regierung dagegen will die Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks im Moment nicht offiziell zusichern. Stopp, Fessenheim, die Nuklearzentrale, die Atomkraftzeitbombe im oberirdischen Tal. Also man sieht, die Elsässer wissen, wie man feiert. Und das lassen wir uns dann nachher gut schmecken. Dankeschön. Mehrere tausend Menschen haben heute in Fessenheim und Philippsburg gegen Atomkraft demonstriert. Denn heute ist der 29. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Demonstranten forderten unter anderem die sofortige Schließung des Atomkraftwerks in Fessenheim, dem ältesten in Frankreich. Der Protest gegen Fessenheim hört nicht auf. Seit 1977 ist das französische AKW am Netz, seitdem ist es dort immer wieder zu Störfällen gekommen. Der Reaktor sei zu alt, warnen die Kritiker, die Gefahr von Rissbildung steige. Außerdem sei der Schutz vor Erdbeben unzureichend. Fessenheim, so die Redner auf der Kundgebung vor dem Kernkraftwerk, sei gefährlich für das ganze Dreiländereck. Die von Paris versprochene Abschaltung müsse auch tatsächlich umgesetzt werden. Hier in der Region sind es drei Länder, die unmittelbar betroffen wären. Und ich finde, dass man bei diesem alten Schrottreaktor wirklich aus Berlin mehr Druck auf Paris machen könnte. Französische Umweltschützer haben auf einer 5600 Kilometer langen Radtour für den Klimaschutz heute in Freiburg Station gemacht. Par le climat, changeons le système. Par le climat. Abschalten, jetzt abschalten. Jetzt können Sie. Rot. Bis zu 600 Menschen aus Südbaden, dem Elsass und der Schweiz sind dem Protestaufruf der Umweltinitiativen in Fessenheim gefolgt. Ausgerüstet mit symbolischen Atommüllfässern blockierte der Demonstrationszug die Zufahrtsstraße zum Uraltreaktor in Fessenheim, der durch eine Vielzahl von Pannen traurige Berühmtheit erlangt hat. Dieses Ungeheuer hier aus den 70er Jahren aufrechtzuerhalten, das ist das allerletzte, zumal wir ja jede Menge Alternativen haben. Bereits gestern waren in Straßburg mehrere hundert Protestler für das Ende von Fessenheim auf die Straße gegangen. Es ist leider immer noch notwendig. Wir hatten ja die Versprechen von Herrn Hollande, noch während der Amtszeit Fessenheim abzuschalten. Das Atomkraftwerk läuft weiter und deswegen sind wir leider gezwungen, immer noch zu demonstrieren. Ungewöhnlich an der heutigen Kundgebung war die hohe Zahl französischer Teilnehmer. Ich bin heute sehr, sehr, sehr erfreut, weil wir überhaupt noch nie so viele Aktivitäten von französischer Seite hatten.
Der Protest vor dem Atomkraftwerk verlief wie gewohnt absolut friedlich.
Katastrophe habe die Gefahren der Atomkraft deutlich gemacht. Das sagt jetzt auch Frankreichs bekanntester Umweltschützer, der bisher Kernkraftbefürworter war. Da Nicolas Hulot ins Rennen um die französische Präsidentschaft gehen will, hat sein Wort besonderes Gewicht. Ich hoffe, dass mit der Schließung von Fessenheim das Jahr 1 einer neuen Energiepolitik eingeläutet wird. Die ganze Welt braucht Strom und Atomkraft kostet nicht so viel, habe ich gehört. Aber macht aus total viel Müll, der Millionen von Jahren sicher gelagert werden muss. Sag mal, Eon, wer zahlt eigentlich für die ganze Lagerung des Atommülls, wenn es euch mal nicht mehr gibt? Hallo Finn. Eon muss für die gesamten Atommüllkosten aufkommen. So steht es im Gesetz. Das können wir unseren Aktionären aber natürlich nicht zumuten. Deswegen arbeiten wir heute schon daran, die Atomsparte rechtzeitig auszugliedern und den Eon-Konzern aus der Verantwortung für seinen Strahlenmüll zu nehmen. Zahlen für den nuklearen Dreck dürfen dann andere. Zum Beispiel du. Und wir sind fein raus.